Katowice. Zweites Spiel der Vorrunde für die deutsche Mannschaft. Der Gegner heißt Serbien, die ja bekanntlich mit einem Auftakterfolg gegen Algerien. Deutschland beginnt mit Andreas Wolf im Tor. Bei ihm zwickt ja die Wade. Die Halle in Katowice gut gefüllt mit deutschen Fans. Deutschland in den schwarzen Trikots und mit dem ersten Tor Philipp Weber gespielt. 47 Sekunden. Der Ball danach wieder bei Weber. Riskantes Anspiel und Krötzki mit dem zweiten Treffer. 2:0 Deutschland. Dann knapp 3 Minuten gespielt. Serbien im Ballbesitz und erstes Tor für die Serben. Lazar Kukić spielt in Bukarest. Kein Spieler der Serben aktiv in der Heimat. 6 Minuten vorbei, bereits 9 Tore gefallen. Ballverlust Deutschland. Orbovic mit dem Ausgleich. Aber Fehler ausnutzen können auch die Deutschen. Jetzt der technische Fehler der Serben. Goller sichert den Ball, dann der Gegenstoß. Am Ende ist es Lukas Mertens, 7:5 für Deutschland nach gut 8 Minuten. Bei Andreas Wolf hält die Wade vorerst. Deutschland jetzt wieder mit dem Ballbesitz. Anspiel an den Kreis. Goller mit der ersten 3-Tore-Führung, knapp 11 Minuten vorbei. Aber die Serben immer gefährlich. Masenic fast nicht zu machen. Er schließt sogar noch ab. Und dann Nemanja Ilić an der 7-Meter-Marke. Und die Serben sind wieder dran. 10:9 der Spielstand. Deutschland jetzt mit 2 Toren von Philipp Weber. Und dann ein Highlight der ersten Halbzeit. Kemper. Am Ende ist es Steinert. 3-Tore-Führung, 13:10. Die Serben jetzt etwas ungenau aus dem Rückraum und noch ein bisschen im Pech. Und Deutschland mit der Chance auf die 4-Tore-Führung. Juri Knorr erst sein zweites Tor. Stand 15:11 und Knorr glänzt auch als Anspieler. Knorr auf Goller, 16:12 weiter. Die 4-Tore-Führung. Aber dann auch der Fehlwurf von Juri Knorr. Jetzt ein paar Wechsel bei beiden Teams. Und die Serben auf der Gegenseite mit dem Ballbesitz. Und sie können verkürzen. Borsas 16:14, 2 Tore der Abstand. Und die Serben bleiben dran. Immer wieder geht es über den 2 Tore Abstand. Joel Birlem jetzt im deutschen Tor. Und dann läuft die letzte Minute. Deutschland in doppelter Unterzahl wegen eines Wechselfehlers. 3 Tore, die Führung für Deutschland. Und jetzt spielen die Serben den Kemper. 19:17, Deutschland zur Halbzeit. Ein tolles Spiel in Katowice. 2-Tore-Führung Deutschland. Die Schiedsrichter lassen diese Aktion laufen. Kein Pfiff für Serbien. Gegenstoß Deutschland über Juri Knorr, Lukas Mertens. 3-Tore-Führung Deutschland nach 35 Minuten. Und das deutsche Team hält das Tempo hoch. Philipp Weber, Johannes Goller am Kreis. 24:20, Deutschland 4-Tore-Führung. Birlem im Tor jetzt richtig gut im Spiel. Juri Knorr sieht wieder Goller. Und der sensationell am Kreis. Die Reaktion von der deutschen Bank, Jubel von Andreas Wolf. Goller durchsetzungsstark gegen seinen Gegenspieler. 26:21, Deutschland führt mit 5 Toren, knapp 38 Minuten gespielt. 6 Minuten später führen sie mit 3, Knorr an die Latte, Gegenstoß und Philipp Weber mit dem Foul. Bisschen Aufregung. Die Serben gehen an die 7-Meter-Marke. Nemanja Ilić sicher. Serbien wieder ran auf 2. 29:27. Serbien jetzt immer wieder über außen. Birlem ist dran. Eine ganz starke Halbzeit von ihm. 6 Minuten noch zu spielen. Deutschland in Unterzahl. Anspiel an den Kreis. Und wieder die deutsche Nummer 2. Die heute die Nummer 1 ist. Gegenzug Deutschland und Kai Häfner zum 33:30. Deutschland führt mit 3. Gut 2 Minuten noch zu spielen. Jetzt die Führung mit 2 Toren. Und wieder der deutsche Torhüter Lukas Mertens. 7 von 7 seine Statistik. Deutschland 3 vor. Und das müsste doch jetzt reichen. Die Serben kommen noch mal ran, verkürzen auf 2 Tore. Und ihnen gelingt 8 Sekunden vor Schluss der Anschlusstreffer. Aber das war's. 34:33. Deutschland steht in der Hauptrunde.